So, ich habe mal ein paar Abwehrlinien in den Eingangsbereich gebaut. Ja, ich bin davon überzeugt, der Erste zu sein, der dann verrecken wird. So geübt, wie ich bin. Im Nutzlosen irgendwo reinlaufen. So, ein bisschen Wasser brauchen wir noch. Ah, hätte selber reingerannt, okay. Endlich, Mann, Alter. Ich hab damit so wenig Leben bewegt. Ich fahre jedes Mal von meiner eigenen Leiter. Dann hast du hier einen Special-Ort für Eisentür? Nee. Oh. Dann hab ich sowieso nochmal irgendwie eine Kiste für, aus Eisen gedingste Dinger machen oder so, vielleicht. Pack sie mal hier ganz rechts, C2. Noch so eine Kruschkiste im Moment. Ah. Das war der Schock meines Lebens, als ich hier oben diese Horde gesehen habe. Das ist ja unfassbar. Ich nie gedacht, dass es so viele werden. Das war lustig, was da eben abging. Ja. So, wie konnte man nochmal Waffen reparieren? Mit einem Weapon Repair Kit findest du links B1. Kurz musst du auf die Anzeige gucken von der Waffe, ja, auf die ach. Durability. So ein Weapon Repair Kit macht 40. Mhm. Muss ich ausrechnen. 40, ach je. Na gut, da geht aber. Wenn ich schon jetzt. Müsste ich 3 Stück nehmen, dann wäre das Ding hier fit. Mach nur. Ich kann auch welche noch nachmachen. Also ach, du kannst sie produzieren, okay, dann ist ja. So, dann habe ich nämlich mal wieder eine. Dann habe ich eine Pistole, die wieder steil geht. Ich habe sogar nicht mal die Hälfte meiner Munition verbraten bei dem Geballer eben. Das ist beruhigend. Da ist auch noch Munition. So, ich habe mal ein paar Abwehrlinien in den Eingangsbereich gebaut. Ja, ich bin davon überzeugt, der Erste zu sein, der dann. Verrecken wird. So geübt, wie ich bin. Im Nutzlosen irgendwo reinlaufen. So, ein bisschen Wasser brauchen wir noch. Ah, hätte selber reingerannt, okay. Endlich, Mann, Alter. Ich kann damit so wenig Leben rumbewegen. Ich fahre jedes Mal von meiner eigenen Leiter. Moin, Jungs. Ein geht heute schneller auf Arbeit. Na, ich glaube, mit Wasser muss mir. Ach, du bist gerade an der Kiste. Hm? Ich dachte, ich drück und drück, es passiert nichts. Mit Wasser muss man ja nicht sparsam sein bei den Mengen, die wir haben und produzieren. Nee, wo ist mein Rucksack jetzt? Irgendwo drüber oder drunter. Selten ist da, wo er hingehört. Oh, wir haben hier noch massenweise Fleisch, was wir hier durchbrennen können. Da wir jetzt nirgendwo Platz vor sein können. Oh nee, oder? Dann liegt er oben auf dem Berg. Kann man das Backpack ja, eigentlich noch erweitern? Ja, ich kann hier durch die Wand packen. Ich geh mal raus spazieren. Kann man unser Backpack erweitern, Koli? Weil ja, das frage ich mich auch. Es gibt ja diesen richtig. Backpack, dieses Feld. Das gibt's auch noch nicht so lange. Ich habe noch keinen gefunden, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob die da schon wirklich integriert ist oder nicht. Martin, musst du morgen echt nicht arbeiten? Schon ziemlich spät, ne? Ich bin krank. Das ist halt so blöd. Ja, ich leider auch. Ich muss leider arbeiten um 9. Wo arbeitest du? Feldwille? Ah, Techniker. Mhm. Ich werde erst um 1 arbeiten. Siehst du? Ich muss früh raus, ich muss ja der Erste beim Arzt sein, dass ich die Scheiße erledigt hab. Nicht so schlecht. Jetzt muss die ich ganze Nacht machen. Gezockt, glauben aber ich darf wirklich, nicht. Das Problem ist halt, bei mir hat die Ärztin ja schon am Freitag gesagt, ah ja, das ist die Mittel 1. Und ich sag, ah ja gut, danke. Und ja, daher. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Ich kann nicht arbeiten gehen, ich wurde heute Nacht von Zombies gefressen. Ich bin halb tot, so wollen sie wenn mich sie meine auf die Arbeit gehabt hätten, ja, dann würden sie jetzt auch nicht arbeiten. Wissen Sie, wenn Sie so einen PC hätten wie ich, dann würden Sie gar nicht erst zum Arbeit gehen. Ja. Genau. Ich habe einen PC, ich habe ein neues Handy, ich habe ein Tablet. Was soll ich hier?
ist ihm bewusst, was ich alles simultan tun kann. Ich kann mich auch noch von meiner PS4 setzen, nicht alles Modular raus. Ich kann mich mal am Arsch lecken. Da eignen sie aus dem U-Boot. Ist schon mal jemand ausgefallen, dann bin ich der Einzige. Timo, ne? Draußen verreckt man wie geschrieben, auf der drin ist ein schöner Fußboden. Ja, klar. Das A und O heutzutage. Ich habe schon Visionen für unsere Treppe, dass wir da eine Treppe hochbauen, nicht so einen komischen Weg wie jetzt. Er hat Visionen. Visionen von Treppen. Wie repair ich jetzt nochmal meine Axt? Du brauchst Metal Stripes. Untere Truhe. Genau. Ja. Wie viele? Nimm dir welche. Nimm dir ruhig ein ganzes Deck. Ja. Einfach reinhauen. Dann guckst du auf die Axt, wie viel Durability die hat. Rechnest aus, wie viel du brauchst. Und ein Metal Stripe macht 10 wieder ganz. Wenn du also 400 reparieren musst du 40 Stück nehmen. Und die haust du mit der Axt einfach oben ins Crafting-Feld. Und fertig. Nee, mir ist fast der halbe Notausgang eingestürzt, weil da oben KW drüber ist. Danke. Okay. Gravel kommt, warte mal, wie war das? Links A2 oder so, ne? Nee, B2. A2 wäre ein Getränk. Ach nee, warte, links? Nee, rechts. Also Polydula ist das schon ist. Links A2 sind Waffen, kommt rechts A2, rechts B2. Er hat's gekonnt ignoriert, dass ich den Kies wieder bei ihm in seine Schmiedetruhe packen wollte. Drecksack. So, nein, er kann nicht Böses im Sinn haben. Nein. Da habe ich echt nicht drüber nachgedacht. So, ich brauche wieder Holz. Hier ist übrigens massig Erz im Notausgang. Cool. Als Herde mit. Nö, da müsste ich ihn ja verunstalten. Du kannst ja danach wieder richtig zusammenbauen. Habe ich auch gemacht bei mir. Eben. Was, dann breche ich mir immer ein Bein, wenn ich jetzt so viel mache. Das ist natürlich ein Problem. Das ist dümmlich, ne? Nur ein bisschen. Nicht nennenswert. Von nicht nennenswerter Dümmlichkeit. Während ich hier so stehe, meine Suppe schlürfe, ich mal ein bisschen Timo zu. Der Boden ist doch geil, oder? Ich meine, sieht richtig heimisch aus irgendwie hier unten plötzlich. Was will man mehr? Was würden wir tun Gesundheit. Ohne unseren Timo Wittler? Der war nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht. Zu essen haben wir gar nicht mehr, ne? Ja. Das kommt dir nur so vor. Das schon. Wir können ja auf die Suche gleich wieder gehen, wenn wir mal raus eine Tour machen. Ja, ist ja gerade auch gute Tageszeit für sowas. Ja. Kann ich erst am Boden noch bauen. Wobei, ich habe eh kein Holz mehr fast. Ich könnte gleich loslaufen. Holz könnten wir auch mitnehmen. Nimmst du die Kettensäge mit? Ja, mach ich. Also wie viel Schrotflinten und Pistolen haben wir eigentlich? Ein paar. So für die Heimverteidigung, wenn die wirklich mal hier einbrechen, ja. Wieder unten die Leiste voll mit Schrotflinten, ja. Weißt du? Einfach scheiß auf Nachladen, einfach, wenn die eine leer ist. Wir werden genau im Profil alle vorgeladen und dann gib ihm ja. Zack, 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 zack. Wie geil schön dieser Boden hier drin aussieht. Ja, Mann. Ist gut, wir haben es kapiert, Mann. Wir fingern dich halt selbst. Macht er doch gerade. Ich bin gerade dabei, ja, also. Ich könnte ja jetzt auch mal sagen, wie extrem geil dieses Lager hier ist. Ja, dieser ist auch extrem geil, dieser Lagerschlauch, den ich hier gerade in die Unendlichkeit ziehe. Ich weiß aber es gibt noch Sachen, da weiß ich einfach nicht. Ah, doch, das kommt da hin. Ich weiß ja, wie lange ich diesen Lagerschlauch hier ziehen muss, nachdem Kohle jetzt beschlossen hat, diese Spalten sind benannt nach A, B, C, D. Also ich bin jetzt bei D, ist noch ein weiter Weg nach Z.
Was willst du denn einlagern, Henne? Deine Steine. Ah! Nein, nur Steine. Ne, packst du euch dahin. Rechts B2 sind Grundmaterialien. So. Ja, aber ich glaube, Stein und Holz, das können Eisenerz. Wir, wenn wir so weiter sammeln, bald trennen. Stoff, Eisenerz. Eisenerz kann links R2. Wo mache ich den Glasscheiben hin? Nicht zum Schmiedezeugs. Die pack... Ah, die sind noch oben, zum, weil ich an Ahnung nicht weiß, wo die hinkommen. Zum Sexspielzeug. Ansonsten pack sie in rechts C2, das ist so eine Kuschkiste momentan noch. Ach, das sind diesen Wohllose aufmachen. So ein Gewohnheit, das ist gar nicht dein Stil, so eine Scheiße zu fabrizieren. Ja. So eine Lächerlichkeit einfach. Tut mir ja auch leid. Abartig schlecht, ganz im Ernst. Ah ja, kann man nichts machen. So, ich wollte noch was zuerst. Noch mal einmal füttern hier. ich war ja... Ach du Scheiße. Leck mich. Ich dachte, ich guck mal in der Kiste, ob es noch Fackeln gibt. Alter Finne. Ein paar hat's gemacht, ja. Der ist krank, der Typ. Also ich hab auch eben geguckt. Kommst du jetzt hier? Gehen wir los? Jo. Ich noch nicht. Ja, Moment. Geh schon mal los. Ich folge sie gleich. Ich muss noch hier die schön bauen. Guten Morgen, schöne Wege. Denk dran, nicht rechts vom Steg springen. Hätten ziehen zwei Spinnenzombies Hand in Hand. Ein Spinnenzombie ohne Hand. Immer noch einer, weil ich dann nicht mehr will. Kein Spinnenzombie. So ein bisschen Stein mitnehmen, dann kann ich schauen, ob ich das mal ein bisschen befestigen für uns. Hast du erstmal in die Stadt, und machst du jetzt dein Gepäck noch voll. Haben wir ja, eigentlich Antibiotika? Ein Moment. Ja, ein bisschen. Mhm. Sind die so Kettensäge mit, ja? Und Sprit. Also Gaskern. Das ist hier. Sonnenbrille kann ich auch hier lassen. Aber Antibiotika haben wir echt nicht viel. Ja. Könnte man noch ein bisschen nachlegen. Aber wir haben? Ja, was rechts haben wir B1. Viel? Antibiotika. Was haben wir nicht viel? Antibiotika. Ach da. Ja, ich bin nämlich voll so, ich hab nämlich gerade keine Lust, dass mir als hier meine Gesundheit weiter nach unten wandert. Schrittweise. Ja, vielleicht finde ich in der Stadt ja was. Kann man die produzieren? Mit diesen Blümchen irgendwie, ne? Ja, du brauchst. Und brauchen wir da ein Buch für, eigentlich? Nee, du. Okay, ich komme. Eine. Brauchst du ein Beaker und verrottetes. Ach, irgendwas. Nicht das Sandwich, sondern dieses andere verrottete Käse. Zeugs. Pizza. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Dieser Käse quasi, genau. Wo bist denn du, Henne? Bei der Stadt. Achso, ja, dann mach ich hier jetzt Holz ab erstmal. So, standardmäßig ein Gläschen Wasser hinterher, da wird's gerutscht. So, da ist nämlich hier meine Infizierung jetzt immer weg. Mal gucken, wo wir noch nicht geblündert haben. Wäre hier ein Krankenhaus oder sowas, wäre natürlich cool. Aber das heißt, die Zombies kamen nicht von vorne die Nacht, gell? Die kamen von der Seite. Es waren schwuckelnde Zombies, die kamen alle von hinten. Der gehört da nicht hin. Ist jemand mit der Kettensäge unterwegs? Ja, ich. Eventuell. Ich mach gerade ja Holz für uns. Holz ist immer gut. Ich verbrate im Moment so viel davon. Ja, ich auch mit dem Boden. Ja, okay. Du verbrätst wahrscheinlich sogar noch mehr als ich. Ich baue ja wenigstens sinnvolle Kisten hier. Wobei ich glaube, ich... alles schön, ja. Glaube ich, über das normale Maß des Sinnvollen hinaus.
Noch nicht, ist wie bei Minecraft. Am Anfang denkst du, es reichen 3 Kisten für alles und dann hast du dein Lager aufgebaut und dann merkst du nach 24 Kisten Stein, hättest du besser nicht mit dem Holz angefangen, du brauchst nur 25. Warte ab, gib dir Kohle noch ein paar Tage, weil da dann eine Liste liegen, wo alles. Mhm. Was denn? In so einem normalen Nightstand 32 er Munition, 14,9mm und 7 Magnum-Kugeln in so einem Nachttisch. Was da leben da für Leute? Ängstliche Leute. Paranoide wollte ich gerade sagen. Und der Nachttisch neben dran nochmal 16,9mm, ein Hockey, also Baseball-Helm und eine Knarre. Alter, sind das kranke Wichser. Und Bild. Immer mit. Geil drauf hier, die mag ich jetzt schon, die sind mir sympathisch. Ich bleib hier wohnen. Die haben Knarren im Haus. Jetzt nicht mehr. Was? Ist wahr. Knarren sind aus dem Haus. Schau. Weil ich die gekriegt. Maus. Weil sie diese versperrten Türen eingeführt haben, sind die da echt geil drauf, ne? Überall verrammelt. Voll gefreut, guck mal, wir können da die Tür verrammeln. Ja, ja, verrammelt die Tür. Wer rammelt da mit der Tür? So, Sauerei. Ich hab voll den Stein vor der Fresse. Mach den mal weg da. Danke. So. Müssen wir mal so einen Vorschlaghammer craften, dann würde ich gar keine Türen mehr aufmachen, sondern immer die Wand neben dran. Das ist meistens echt schneller. Ja, das will ich. Sache. Ja, dann brauchen wir wirklich einen fetten Vorschlaghammer. Alter, ich bin verwirrt, wenn du immer noch neue Boxen hier dran baust. Ich vercheck mein System langsam. Ist krass, ne? Das hört einfach nur auf. Du kannst bald jede Pflanze einzeln ordnen. Das aber ist der echt? Plan. Oh Mann, ich finde einen riesigen großen Ganzen. Was ist drin? 2 Pistol Slides, 2 Shotgun Receiver. Wir sind schon beim Buchstabe E angelangt. Beidseitig. Verwirrend. Oje, oje, der Martin zählt bis E. Na, das Problem ist ja, wir brauchen mehr Kisten, weil ich hier bei dieser Klopperei für das Lager. Ja, massenweise Stein abbauen, der irgendwo hin muss. Das ja, Problem ist aber, um mehr Platz für Kisten zu haben, muss ich mehr Stein abbauen. Stein. Gib mir den Stein direkt. Ich brauch den. Der baut die Außenwände von unserer richtig. Hast du was dabei gerade? Gib mir alles, was du hast. Ich baue hier draußen das komplette Lager noch größer, dass wir. Warte mal, kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Komm, ich zeige Ihnen mal was heimlich. Darfst aber niemand verraten, ne? Alter, ist das gemütlich hier. Ist das gemütlich? Siehst du, es hat schon den Effekt gebracht, den ich wollte. Soll ich gerade reingucken und rausnehmen? Ich kann's gerade. Ich habe übrigens 2 normale Betten dabei, ja? Dann können wir bald alle im Luxus schwelgen. Ach, sehr geil. Auch wenn Timo und ich das natürlich nicht wollen. Wir protestieren immer noch gegen diesen übertriebenen Luxus. Wir gehen hier rein und im Prinzip in den Gruppen zusammenhalt. Haben sie alles? Danke, sehr geil. 3,5 Sticks? Damit werde ich meinen Spaß haben draußen. Okay, viel Erfolg. Hau mir 9. Hände, wann kommst du denn wieder? Ach, weiß ich noch nicht. Gerade so schönes Wetter, ich mache ein Picknick. Ich bräuchte nämlich von dir mal die Aussage, wie wir am besten die Verteidigung aufbauen draußen. Achtung, ich habe links und rechts Spikes gesetzt, ne? Ja, ich weiß. Davor will ich jetzt jeweils eine Mauer bauen, dafür bauen wir nochmal Spikes, weil dann wir müssen bauen die... Bauen eine Mauer? Bauen eine Mauer dran, ne? Ja. Das ist sehr vernünftig und auf die Mauer kommen nochmal Spikes. Und dann und, vor die und, Mauer und Spikes. Bitte richtig. Auf die Lauer eine kleine Wanze. Auf die Mauer. Unproduktives Stück. Der hat gerade unproduktives Stück zu mir gesagt. Guck dir mal dieses epische Megalager an. Das hat aber da musst du dann dran denken, dass wir dann oben auch unbedingt einen Schutzwall und so bauen müssen. Sonst sind die komplett für den Arsch die Welle unten. Weil die einfach sich alle aufs Dach fallen lassen. Ah! Und wieder tot. Nein? Nee, nicht ganz. Lampe. Bleib liegen. Faszinierend, dass ich seit 2 Stunden damit beschäftigt bin, hier auf den Stein einzuschlagen. Mhm. Oh. Gut, mit kurzer Zombie-Umschießpause. Aber... Hier liegt ja sogar ein Bild, das ist ja echt richtig hübsch. Ja, ich bring noch 2 weitere mit.
Wenn ihr noch Ledersessel findet, ne? Ich finde die Ledersofas eigentlich. Die können wir selber craften. Ja, aber wenn es die doch fertig schon überall gibt. Ja, aber ist ja normal. Aber wenn die schwarzen, die alten sind so ekelhaft. Ja, ja, die schwarzen, ja, die schwarzen, die können wir selber craften. Weil ich finde in der Stadt. Zeug in euren Kisten. Bei mir ist nicht eine Sache drin. Guckst du, spielst du gerade Privatkisten? Nein, 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 nein. Ja. Stalker. Das ist alles drin, was ich gerade für das, was ich gerade schaffe, brauche. Ne? Was ist mir hier jetzt mal raus? Ja, ich habe meine Privatkiste noch nicht sortiert. Da ist halt alles drin, was ich gesammelt habe, bevor wir hier ankamen. Ich habe auch alles, was ich eben gesammelt habe, einfach reingeworfen. Und wehe, du klaust mir mein Nacktportfolio von Timo. Nein, keine Angst. Ich bin immer so einsam, wenn allein jagen ist. So, das ist noch nicht schön, aber ich bin auch noch nicht. Und tu nicht so, als hättest du nicht drüber nachgedacht. Glaub ich dir eben. Okay. So. Ich finde, das hat schon irgendwie echt Stil, so. Danke. Worum geht's? Das Lager, man könnte es auch irgendwie als Gruft verkaufen. Weil diese Kisten auch so. Die haben so leichten Sargstil irgendwie. Sag's mit Worten. Naja, das könnte doch auch irgendwie voll die Leichenhalle sein hier. Sind wir schon in beide Läden eingebrochen jetzt eigentlich? So, was die Member mich gerade gar nicht. Ich denn noch. Oh, ich habe hier sogar noch Metal Stripes einstecken, egoistisch wie ich bin. So. Ich glaube, ich werde aus Spaß an der Freude jetzt mal draußen ein bisschen mich umschauen, jetzt wo gerade mal Tag ist. Vielleicht findet man ein bisschen Wild.